Herzlich willkommen hier im zweiten Teil der Vorstellung der Sound-Updates vom lieben Linus F. in Zusi. Wie ihr schon sehen könnt, sind wir hier im Flirt 3 von Syvex. Und Paul kann ja mal direkt in den Führerstand springen. Oh. Genau. Der eigentliche Fahr-Sound und Roll-Sounds und Weichen-Sounds sind neu. Und auch ein paar Schalter-Sounds sind neu. Kann man ja einfach mal hören. Genau, also die Schalter, das sind diese, ich sag mal, Zusi Standard-Sounds. Oder ja, das nicht, aber sonst die ganzen Schalter-Sounds. Auch beim Sanden, da sieht man jetzt auch im Display, dass da gesandet wird. Genau, das Display wurde ein bisschen verändert noch zum letzten Mal. Ja, und da können wir uns noch ja das Übliche anhören, ja, Stromabnehmer und Hauptschalter. Wunderschön. Sehr schön. Genau, auch nicht verwirren lassen. Das ist ein privater Führerstand von uns. So ein bisschen aus der Anfangszeit von meinem Führerstandsbau. Darum soll es halt aber gar nicht gehen. Ich würde einfach sagen, wir können ja mal losfahren. Genau, und dann lauschen wir mal. Genau. Klingt wunderschön. Sehr schön. Klingt sehr gut. Grandios, genau. Es sei auch noch zu erwähnen, dass dieser Sound auch in den offiziellen Bestand kommen wird. Und da würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns gleich wieder. Wie ihr vielleicht schon erkennen könnt, befinden wir uns jetzt im ICE 3. Der Führerstand dürfte ja allen bekannt sein, der ist soweit nicht neu, aber eben auch die Sounds. So, nochmal von außen für die, die es nicht direkt zuordnen können. Genau, dann haben wir hier das Makrofon ganz rechts. Auch mit neuen Sounds, dann den Sand. Mit einem normalen Schalter-Sound. Ja, die anderen Schalter sind nicht bedienbar, aber ist ja kein Problem. Und ja, kommen wir wieder zu Stromabnehmer und Hauptschalter. Ja, man sieht es gerade schlecht, aber der ist halt wirklich unten. Neu ist auch, wie man vielleicht sieht, dass der
Taster für den Stromabnehmer auch in den Stellungen verbleibt, wie wenn man es einmal betätigt oder zweimal. Also einmal von der Mittelstellung nach unten ist Stromabnehmer senken und der zweite dann Stromabnehmer sozusagen schnell senken und sanden. Genau, und dann kann man das Ganze auch wieder heben. Und den Hauptschalter einschalten. Wundervoll. Genau, auch dieser Sound kommt in das offizielle Verzeichnis oder in den offiziellen Bestand von Susi 3. Genau. Also da auch nochmal an dieser Stelle großes Dankeschön an den lieben Linus. Genau, vielen Dank. Und ja, setzen wir uns mal in Bewegung. Genau, die Force 1 an. Man muss sagen, bei den Linus-Sounds ist immer dieses Schöne, da hört man so auch noch diese leichten Hintergrundgeräusche. Das ist nicht nur dieser Standard-Sound, sondern auch die, das ist mal so ein Klacken oder sowas, das ist toll. Perfekt. Sehr schön. Sehen wir uns gleich wieder. Und ihr seht, wir sind im ICET-Führerstand angekommen. Ebenfalls mit einem Sound-Update von Linus F, logischerweise. Da wurden aber nur die Rollgeräusche bisher geändert. Und dieses Sound-Update kommt auch nicht in den Bestand vorerst, aber ist ebenfalls im Zusi-Forum downloadbar. Genau. Ja, Geräusche wie Hauptschalter und sowas, das war vorher schon drin, aber können wir uns ja trotzdem nochmal auf die Schnelle anhören. Klingt nämlich auch gut. Oh. Da kann man hier noch ein bisschen rumspielen. Mit der ganzen Beleuchtung. Wunderschön. Ja. Und was auch dabei ist, aber auch schon vorher verfügbar war, die Scheibenwischer-Sounds. Ja, falls doch mal irgendwann in Susi animierte Scheibenwischer kommen, wäre das schon mal ein Führerstand, wo man einen passenden Sound gleich dazu hätte. Ja. Naja, schnacken wir nicht lange und fahren wir mal ein paar Meter. Genau.
So, und da können wir auch abschalten, dass man nochmal ein bisschen die Rollsounds besser hört. Und da bringen wir den Zug mal zum Halten. Wunderschön. Wunderbar. Genau, wenn ihr Anregungen, Wünsche, Verbesserungsvorschläge und auch Kritik habt, schreibt das einfach ins ZUSI-Forum unter hier neuer Sound für diverse Fahrzeuge im Fahrzeug-Thread. Und dann hoffen wir natürlich, diese Vorstellung bisher hat euch gefallen. Jo. Danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Teil. Tschüss. Ciao.